Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. In der letzten Folge habe ich ja viel über Tunesien, also den Tunesien-Anschlag beziehungsweise halt den Konflikt allgemein zwischen den Religionen geredet. Heute will ich mal wieder ein etwas anderes Thema aufziehen. Ich weiß doch noch nicht ganz welches, aber es sollte etwas fröhlicher sein. Kritik muss auch mal sein, auf jeden Fall. Vor allem an dem letzten, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch einfach an. In dieser Folge sollte aber, wie gesagt, sollten wir da mal von abkommen, weil wir wollen ja unseren Spaß haben hier. So, wir nehmen hier, konserviere das Siegel. Ne, kann ich nicht mitnehmen, ich habe ein volles Inventar mal wieder. Augenblick, ich mache mal kurz ein paar Karten auf, da habe ich eh genug von. Knochen können mal weg. So, gefallener Ritter des Ruhms, früher war ein reicher Ritter, kenne ich alles schon, ne? Registriert Karte sind mehr Sterne. Ne, dann möchte ich die nicht registrieren. Justin spielt Call of Duty. Viel Sport. Gefallener Ritter des Ruhms, das machen wir weg. Das machen wir weg. Das nehmen wir ein. So. Okay. Wir hätten strahlender Geisterstab. Rückkehrschriftrolle Uga. Ich kann hier mal ordnen, vielleicht wird das ja auch ein bisschen besser. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Navaherrschen und danach werden wir uns erstmal wieder, denke ich mal ganz stark, den Juwelenbäumen natürlich, den Dings. Letzte Folge habe ich ja schon angefangen aufzunehmen und diese Folge muss ich ja auch noch sagen, müssen wir erstmal gucken, ob die Dings wieder stehen, die Portis. Der liebe Julian hat zwar gesagt, Wiederholbare, der wurde nämlich getötet da oben, wo er war, hat wahrscheinlich doch mal jemanden im Mob hingezogen. Und da hat er gesagt, musste den erstmal wieder hinstellen. Ich wollte ja eigentlich mit ihm das gemeinsam machen. Aber wir hatten irgendwie komplett die unterschiedlichen Zeiten. Kann man nicht anders sagen. Also ja, im Prinzip, als ich aufgestanden bin, da ist er ans Bett gegangen. Und so in der Art hat das halt nicht ganz funktioniert. Deswegen hatten wir das nicht machen können. Aber Julian hat mir dann geschrieben, er hätte es dann selber gemacht. Er hat es alleine im Notfall hingekriegt. Beim nächsten Mal, ich hoffe mal, dass das besser klappt. Aber wie gesagt, na gut, zu dem jetzigen Zeitpunkt dürften die zwei Portis eh nicht online sein, weil ich ja eh nicht da bin. Insofern kein Problem. Ich werde dann auch wahrscheinlich vorher über Skype nochmal eine Nachricht schicken, dass du die auch locker leicht ausloggen kannst, weil, wie gesagt, ich dann mit der Vorproduktion fertig bin. Und dann erstmal 7000 Monate nichts aufnehme. So, 37 von 50. Yay. Es wird doch. Ganz langsam auch, wenn auch, aber es wird. So, hier liegen zwei gefallene Ritterkarten. Wer hatten die denn da hingehauen? Xera hat sich die Level 20 erreicht. Glückwunsch. Es kommen noch viele schöne Level, Xera. Immer gut anstrengend, das wird schon. So, okay. Navarjäger platt. Noch ein Navarjäger platt. Das Navarhaar nehmen wir auch mit. 38 von 50. Naja, es sind nicht mehr viele. Also wir durften das eigentlich in dieser Folge locker leicht hinbekommen. Zumal die ja auch ganz leicht umfallen, ja. Plupp. Die tun uns ja nichts mehr hier. Okay, hopp. Und hepp. Übrigens, mehr oder weniger Zukunftsaussichten für den Kanal selbst hier. Fiesta läuft auf jeden Fall weiter. Ion wird auch noch eine ganze Weile laufen, genau wie Star Wars. Dragon Age ist ja eigentlich ein Singleplayer-Spiel, was, ich glaube, mittlerweile das längste. Das hat eigentlich mehr Folgen als Ion momentan. Und momentan zum Zeitpunkt dieser Moment und der Vorproduktion bin ich noch gar nicht mal durch. Ich habe das Spiel noch gar nicht mal durchgespielt. Und trotzdem, Und trotzdem ist es noch nicht fertig. Aber es nähert sich auf jeden Fall dem Ende. Was natürlich bedeutet, dass wir dann irgendwann vielleicht mal ein neues brauchen würden. Mit würden meine ich damit, dass ich mir nicht gleich was Neues auf den Kanal schmeiße, was ich spiele. Ich lasse mir da einfach mal ein bisschen Zeit, quasi über den Sommer ein bisschen genießen. Irgendwann im November wird dann Fallout 4 rauskommen. Fallout 4, soweit ich die Trailer gesehen habe. Ich bin eigentlich ein großer Fan der Fallout-Reihe, von Fallout 1 angefangen, bis zum letzten Fallout hin. Gibt nur wenige Spiele, die mich so gefesselt haben. Schlicht und ergreifend, weil da auch erstens schon mal das Szenario. Ich meine, früher so Endzeit-Szenarien in einem Rollenspiel, bei Fallout 1 gab es das ganz selten, Fallout 2 ebenso wenig. Wie gesagt, allein schon das Szenario hat doch schon einen mitgerissen. Und dann
noch die vielen unendlichen Einstellmöglichkeiten. Ich meine, du kannst wirklich in Fallout, kannst du den Bösen spielen und kannst den Guten spielen und es hat Wirkungen auf die Welt und du, ja, es ist absolut möglich. Und das ist nicht immer, ja, zum Guten der Leute dort unbedingt. Du kannst auch einfach so ein Mittelding spielen, je nachdem wie du es willst, quasi jemand, der, der lieb und nett ist, aber halt nur, solange es ihm nützt, beispielsweise. Oder halt, der lieber erstmal seinen eigenen Hintern in die Sicherheit bringen will, bevor er anderen hilft und wenn dann nur aus Profitgier. Sowas in der Art halt. Man konnte sich immer schon aussuchen. Also Fallout, absolut Spitzenreihe. Die Fallout 1 und 2 mehr oder weniger ja im Rollenspielkampfmodus konnte man das nennen. Hast immer quasi abwechselnd gezogen. Davon ist ja auch das Wetz. Also wer die anderen Dinger könnt hier, dieses in Zeitlupe auf andere zielen oder in aller Ruhe in Zeitlupe quasi als Zielhilfe, die im Pip-Boy, mit dem Computer, den man da damit hat, dabei ist. Ja, dieses in aller Ruhe zielen, das war da auch mit dabei. Und wie gesagt, da konnte man quasi genauer zielen. Hat einen Aktionspunkt, glaube ich, mehr gekostet, aber so kann man jetzt das Wetz auch aktivieren. Deswegen ist das auch behalten worden. Deswegen ist das auch, ich glaube, eins der wenigen Dinge, die in Fallout drin sind, was ihn nicht zum reinigen Ego-Shooter-Rollenspiel macht. Und vor allem, wie gesagt, man konnte viel verändern. Man konnte entscheiden, teilweise auch in Fallout 3 schon, ob man die eine Stadt in die Luft sprengt oder eben sie rettet. Oder eben gar nichts tut. Das geht ja auch. Und naja, man muss natürlich sehen, was man macht, wie man es macht, was einem am besten was bringt. Aber es geht alles. Und vor allem das mit dem Stadtretten, in die Luft springen und so weiter und so fort, das war ja noch nicht mal großartig spät. Das war relativ nah am Anfang, wo man in diese Stadt, ich glaube Megaton hieß die oder sowas, wo man in diese Stadt kam und dann früher oder später die entweder in die Luft jagen konnte. Dann in dem Fall hat man halt Megaton nicht mehr als sozusagen Rückzugspunkt und Stützpunkt gehabt, sondern eher so eine Art Tower, so ein Hotel, von dem aus man dann das Ding gesehen hat. Aber auch da konnte man dann irgendwie eingreifen und dort alles, nicht in die Luft jagen, sondern dafür sorgen, dass da entweder Menschen oder eben Ghule hier herrschten oder sowas in der Art. War eine cool gemacht, auf jeden Fall. Extra Travailer. Das ist ein Name, ich weiß auch nicht. Hat soeben Level 20 erreicht. Glückwünsche. So, okay, Navaha. Nehmen wir mit. Fehlen noch 3. Apropos, fehlen. Wir können hier mal gucken. Nee, Gordon, nichts offen. Wann kommt der nächste? Wir haben es 13 Uhr. Naja, dann wird jetzt keiner kommen, denke ich. Weil die kamen ja immer zu ungeraden Zahlen. Das heißt, jetzt wird es gleich 14 Uhr bei mir. Wird wohl nichts werden. Monikao. Hat soeben den Titel Beschwörer sich verdient. Glückwunsch, Monikao. Lalalalalala, Navaha, Navaha, ich hab dich. Du bist, ich seh schon wieder nix. So, komm mal mit, Put. Hey Jägerlein, ich hab hier was für dich. Leo wurde zum Räuber befördert. Herzlichen Glückwunsch. So, da hinten, mal schauen, ob der auch ein Härchen droppt. Und dann sind wir hier unten eigentlich fertig. Bumm. Dann kann ich diese Quest abgeben. Ach so, ich wollte in die Wiki gucken. Ich wollte doch in die Wiki gucken, ob ich die andere Quest eventuell abgeben kann oder nicht. Ich glaube aber nicht. Und ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich das mache. Bumm. Ob ich jetzt diese eine Quest, die ich da noch fertig habe, mit abgebe. Weil es wird ja sicher im nächsten Level nochmal eine Quest dazukommen. Dann muss ich ja eh nochmal irgendwas machen. Und ja, hätte ich dann quasi einen Platz mehr. Oder lasse ich es eben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mir fehlt immer noch das Navaha, verdammt. So, und dann kommt mal her, ihr. Put. Ihr droppt jetzt bestimmt was ganz Nettes für mich. Hopp. Eisenplakette. Kein Haar. Na sowas. Na dann eben nicht. Dann muss ich halt nochmal da rein. Hallo ihr zwei. Ihr habt noch was für mich. Du bestimmt. Ne, du nicht. Na komm jetzt aber. Ja, konservierte Siegel. Navaha. Wunderbar. Wir sind fertig. Wir können, Atsui hat sie eingeloggt, oh. Wir können jetzt irgendwo, Gildenübersicht, Mitglieder, Quatsch, Akademie, Mitglieder, so. Und dann gehen wir mal zum, zum Stadtport, ne? Wo waren die Dinger eigentlich abzugeben, die Navahaare? Hier ist eine Fliege, eine blöde Fliege hat sich hier reingeschlichen. Aber, naja, das ist halt so, wenn man eine ganze Woche das Fenster offen lässt,
Jetzt gerade ist es übrigens zu, sonst würdet ihr ein richtiges schönes Rauschen im Hintergrund hören. Direkt unter meinem Fenster fließt nämlich ein kleiner Bach vorbei. Jo, mitten durch die Stadt ein kleiner Bach. Das fetzt auch. So, dann hätten wir hier, da unten diese Quest. Wo ist denn die Nawahara abgebar? Augenblick. Kann sein, dass ich dazu nach Elde muss. Ich gucke einfach mal nach Elde, Rine, da. Wunderbar. Okay, da sind wir. Irgendwie, bald, sobald sich alles bewegen lässt. Sehr schön. Spetsnaz, von der Akademie, irgendwas. So, hier hinten hätten wir abgebar. Das heißt, du wolltest die Nawahara haben. Ninchen, bitteschön. So, okay. Ninas Entscheidung 1 erledigt. Muss mal kurz gucken. 54, 55. Also wir haben schon über die Hälfte bis zum nächsten Löffel erarbeitet uns. Ich muss mal hier zum nächsten Händler. Kann ich auch bei Nina machen. So. Gehen wir hier runter mal. Und machen erstmal die Karte auf. Einfach nur, weil wir es können. Und dann verkaufe ich mal den Rest hier, den ich nicht brauche. Nava, ein reicher Ritter, bla bla, gemeiner Dieb, ja ja. Registrierte sind gleich. Na komm, dann registrieren wir es eben. Wurst. Aisiri. Naja, ich mag kein iPhone. Ganz ehrlich, also wie gesagt, von den Telefonen her, iPhones, ich weiß auch nicht. Das, du kaufst fast nur den Titel mit. Ich hatte noch nie eins besessen, weil ich einfach das auch nicht mag, wenn man nur quasi wirklich den Titel. Und mehr kauft man da wirklich ja nicht. Man kauft das, was das Ding an Titel hat. Nicht mehr. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen wollte ich das nie. So, Zauber gegen Zusatzschaden. Nein, Rubinwächter Haut. Wir haben einen Haufen Zeugs drin. Theoretisch müssen wir das auch mal irgendwann fest fertig machen. Heiratsantrag von I30W wurde angenommen. Aibo. Ah, Aibo. Okay. Zweihandwaffe, Feldherr 80. Ja, wollten wir mal verkaufen. Irgendwie kriege ich immer weniger Platz. Sowas. Segen des roten Drachen für 7 Tage ist okay. Brauche ich. Wo habe ich den denn her? Der wird. Keine Ahnung. Achso, der wird bestimmt, ja genau, der war ja hier in der Dings auf, drin, die wir aufmachen konnten. In der Glückstruhe da. So, Glücksminja, der Schönheitskapon. Flup. Hier Luckerts, Leckerts. So. Hier hin. Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht sogar Tränke noch im Lager liegen habe, aber nein, Tränke habe ich keine. Habe ich dafür, ja genau, das Zeug habe ich wenigstens. Ich gehe mal kurz vom Hotel runter. Nicht unten? Ja, okay. So, und wir hatten hier nämlich irgendwo das hier. Das hauen wir mal direkt rein. Oh, GM Tsuki ist da. Hallo, GM Tsuki. Okie Luki. So, dann machen wir gleich voll hier. Je mehr wir auslagern können, desto besser. Habe ich auch noch normal? Nee, aber das hier kann ich rausschmeißen. Die roten können dann irgendwann weg. War man sicher, was? Ja, weil die alten im Vergleich zu den neuen, wieso ist Ruhm und Sagenbucht geändert worden? Weil die alten im Vergleich zu den neuen lahm aussehen. Absolut, also ich bin voll dafür. Klar, gibt immer welche, die vielleicht die alten Umstände lieber mochten. Ich gehöre da nicht dazu. Manchmal muss Veränderung halt sein und die gehört halt eben auch dazu. Hier ist eine Sturmeisenfaltenklinge. Die von Weitem aus ein bisschen wie eine Kascha oder ja, doch eine, also eine Blue-Schwert, ein Blue-Einhänder, ein 70er Kreuzritter, Schwert. Irgendjemand wollte doch ein Kreuz, wollte, oder war das ein Schurke? Also irgendwas für Level 70, weiß ich nicht. Da hatte ich ja ins Lager geguckt, habe nichts gesehen. Kann das ja nicht sein, dass ich mich versehen habe. Sollte das noch der Fall sein, sag einfach Bescheid, dann kriegst du das halt jetzt. So, hier haben wir noch ein paar von denen. Und ansonsten passt hier gerade nichts rein. Guck mal oben ins Gildenlager, ob ich da eventuell irgendwo was reinballern kann. Hier entlang. Shooty. Shooty hat ja sicher die Dings-Quest für mich. Gemeinsam schaffen wir alles. Quest beginnen. Hopp, hopp, hopp. Schade nie, die mitzunehmen. Weil dann kann man sich immer mal ein bisschen Zeugs kaufen. Hihi. Naja, finde es halt doof, dass es geändert wurde. Wie gesagt, es gibt immer Leute, man kann es nie jedem recht machen. Die einen mögen so, die anderen nicht. Und naja, muss man halt für sich selbst entscheiden, was man will. Auflisten nicht. Und auflösen gleich gar nicht.
Gildenlager. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch ein bisschen Platz hätten. Offensichtlich nicht. 50, 50, 50, 50. Aha, aha, aha. Was ist das hier für Zeugs? T5. T5, okay, müssen wir mal drinnen lassen. Fleisch habe ich eigentlich auch genug. Das heißt, das Fleisch kann noch mit weg. Fleisch. Dann hätten wir hier. Kann eigentlich mal weg hier. Polternder Ritterhammer. So gut ist der nicht. Guess auskonnen. Der ist schon nicht schlecht, die Axt hier. Okay. Ich würde mal sagen, das Zeug hier wird noch verkauft. Blub, 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 blub. Zum nächsten Händler. Soul Spirit Event. Geile Belohnung. Einschreiben. Schreibt X-Risen. Kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Wenn die Gilde gut ist, müsst ihr euch mal da einschreiben in der Akademie. Schaden tut's euch nicht, denke ich mal. So, hopp, hopp, hopp. Okay, dann gehen wir mal kurz hier vom Pferdel. Sortiere neu und verabschieden uns in die nächste Folge. Ich gucke jetzt gleich mal in die Wiki, ob ich das Zink abgeben kann oder nicht. Und ja, wir sehen uns dann. Bis denn. Tschüss.